Hallo liebe Rätselfreunde, hier bei Betreutes Denken. Zusammen rätseln statt Langeweile. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe aus der Sudoku-Series von Richard. Die Sudoku-Variant-Series, das Rätsel Clone. Und die geklonten Zellen erkläre ich euch jetzt mal. Die normalen Sudoku-Regeln finden sich natürlich hier auch wieder. Ganz normal Zeile, Spalte, Box. Die Zahlen von 1 bis 9. Und des Weiteren sind hier geklonte Regionen drin. Und zwar hier, das soll ein W darstellen. Dieses W besteht hier aus Zahlen. Und wenn hier zum Beispiel eine 5 steht, dann muss hier auch eine 5 stehen. Wenn hier eine 1 steht, muss hier auch eine 1 stehen. Und so weiter. Das gilt bei jeder Region. Ich habe die mal farblich ein bisschen hervorgehoben. Muss man aber nicht machen. Gut, jetzt was ihr machen könnt, ihr könnt in die Shownotes gehen, euch den Link aufmachen und fröhlich miträtseln. Ich hoffe, vorher hat jemand im Haus gebohrt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht passieren wird, aber mal schauen. Man weiß ja nie, aber wir ziehen das auf jeden Fall durch. Genau. Jetzt können wir zum Beispiel mal mit so normalen Sudoku-Regeln vielleicht ein bisschen eingrenzen, wo die 4 zum Beispiel hier ist. Die müsste hier sein. Kann sie hier oben auch vorkommen? Zum Beispiel hier, nein, kann sie nicht. Die 4 muss ja noch in der Box vorkommen. Die kann in diesen 4 Feldern vorkommen, wegen dieser Beschränkungen. Aber hier kann sie nicht vorkommen, weil die 4 schon hier geblockt wird. Also muss die 4 hier sein. Und wir haben direkt unsere erste Zahl. Das fängt schon mal gut an. Können wir das auch mit zum Beispiel mit der 3 machen, weil die das da sieht? Okay, das da wird auch von 3 gesehen, hier. Und nein, aber da gibt sich nichts. Aber die 3 kann auf jeden Fall nicht mehr auf dem W vorkommen. Das heißt, die müsste hier sein. Hier die 2 ist hier mächtig, die schließt das hier aus. Aber hier unten haben wir leider keine 2, oh doch, wir haben was. Wir haben ja diese 2 noch. Und hier ist ja ausgeschlossen. Das heißt, die 2 müsste hier oder hier sein, oder? Weil dieses Feld, da kann die 2 auch nicht stehen, weil dieses Feld hier auch gesehen wird. Die 2 ist hier. Das heißt, die 2 ist entweder hier oder hier. Und damit könnte es da oben sein und da oben gibt es eigentlich keinen Widerspruch. Da könnte die 2 auch im oberen Klon stehen. Gehen wir vielleicht mal hier hin. Hier sind ganz viele Zellen. Die 6 ist hier ziemlich mächtig und zwar sieht die 6 hier unten diese Felder und das Feld. Also schließt es hier alle Felder aus. Und zusätzlich sieht die 6 direkt diese Felder. Also sollte hier die 6 vorkommen. Genau, hier geht sie komplett nicht. Und dann können wir unten gucken, wie das dann geht. Die 6 müsste auf diesen Feldern irgendwie auftauchen. Und das sind hier die beiden. Und auf diesem, auf dem unteren, das ist der Zipfel vom Buchstaben P. Hier kann es nicht vorkommen. Wegen dieser 6 auch, aber auch wegen dieser 6. Also bleibt eigentlich für die 6 nur noch dieses und dieses Feld übrig. Vielleicht können wir mit der 7 auch so vorgehen. Für die 7 ist dieses ganze Ding schon mal tabu. Das heißt, es bleibt hier oben übrig. Und dann schauen wir auf diese beiden Felder und sehen, dieses wird ja auch ausgeschlossen. Also ist hier die 7. Können wir damit schon was anfangen? Hier brauchen wir noch eine 7. Also wenn ich jetzt hier oben ein Feld eintrage in einen Klon, kann ich sofort in den unteren Klon eben dann auch die gleiche Zahl reinschreiben. Das ist klar, das habe ich gerade vergessen. Die 2 zum Beispiel. Hier unten haben wir leider keine 2, also werden wir da nichts ausschließen können, aber vielleicht mit der 4. Die haben wir nämlich unten auch. Die beiden Felder sind nicht möglich für die 4.
Genau, hier auch nicht, hier auch nicht. Die Firma muss also hier entweder in diesem Feld oder in diesem Feld auftauchen und dann gucken wir, ob es oben irgendwelche Einschränkungen gibt. Hier gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Dann schauen wir vielleicht mal nach der 8. Die sieht hier das und das. Also das ist auch nicht mehr möglich. Also hier auch nicht. Jetzt hier unten ist eigentlich, genau, hier unten ist es eigentlich schon noch möglich, glaube ich. Hier diese Felder, sieht die 8 das? Nö. Die Felder auch nicht. Die 8 ist hier unten hier. Und hier oben, weiß nicht, ob ich das anmerken muss, wäre sie dann hier. Genau, die 8 brauchen wir aber auch noch hier oder hier und hier oder hier. Die 8, da haben wir aber noch nicht so viel. Vielleicht sollten wir zu einer anderen Zahl gehen. Zum Beispiel zu 4, hier. Die ist hier von der unteren 4 eingegrenzt und hier eingegrenzt. Die 4, na, das bringt uns nicht so wahnsinnig viel. Ah, die 4 bringt uns aber hier ziemlich was, weil diese Felder sind weg für die 4 hier oben. Das heißt, die 4 ist entweder hier oder hier. Und hier unten, wenn man die korrespondierenden Felder sich anguckt, wird aus diesem die 4 verbannt. Also müsste hier und hier oben eine 4 sein. Dann könnten wir die vielleicht oben auch schon eingrenzen. Aber wahrscheinlich nicht. Hier ist die 4 hier irgendwo. Und dann brauchen wir hier in den 6 Feldern noch eine 4. Und hier, dieses geht zwar nicht, aber hier könnte die 4 immer noch sein. Vielleicht doch was anderes. Die 5 sieht auch ein bisschen interessant aus, weil wir die 5 hier unten ja noch irgendwo brauchen. Und in diesen Feldern kann sie schon mal nicht auftauchen. Und das sieht auch diesen Teil vom P. Hier ist sie nicht. Hier ist eine 4 drin, aber hier könnte sie sein, theoretisch, oder? Wie sieht es mit diesem Teil aus? Das geht auch nicht. Also ist die 5 im Prinzip hier. Ich markiere es jetzt mal nur in einer Region. Ich könnte natürlich hier auch die 5 noch markieren. Aber vielleicht wäre das dann zu unübersichtlich. Schauen wir uns mal. Na, die 6 haben wir uns schon angeschaut. Vielleicht. Ah, die 6 unten sind auch spannend. Aber ich brauche in diesem Feld irgendwo noch eine 6. Und aus dem ganzen W ist auf jeden Fall schon mal weg. Und dann bleibt eigentlich nur noch das Feld und das Feld übrig für eine 6. Unten brauchen wir auch noch eine 1. Die geht hier nicht, also auch hier nicht. Die geht hier auch nicht. Hier unten geht auch keine 1. Die geht eigentlich nur in diesen beiden Feldern. Genau, also hier. Das ist vielleicht so, das liegt jetzt komplett nur in diesem P, also könnte ich das vielleicht hier oben auch schon eintragen. Haben wir uns die 1 schon überhaupt angeguckt hier oben? Die 1
Die kann nicht in dieser Region sein. Hier wird sie direkt von der 1 gesehen. Hier ist sie nicht. Also sollte die 1 in einem dieser drei Felder sein, wobei sie hier auch nicht ist. Also hier oder hier. Und dann ist die Frage, ob sie hier stehen kann. Ja, das sollte gehen. Also hier ist hier 1. Dann sollten auch hier noch Einsen vorkommen. Die 4 ist auch ein bisschen spannend in diesem Feld. Hier wird sie schon eingeschränkt, hier wird sie eingeschränkt. Muss also hier oder hier sein. Also hier oder hier. Und hier wird dieses Feld schon von der 4 gesehen. Deshalb ist die 4 hier. Und hier. Damit haben wir eigentlich schon ziemlich viele Vierer. Die sollten die letzte 4 eigentlich direkt setzen können. 4 hier und hier, dann ist die 4 hier. Gut, wir haben, glaube ich, alle Vierer. Ja. Die 6er könnten wir eigentlich auch hinbringen. 6, 6 schließt das aus. Ist hier. Und eigentlich mit normalen Sudoku-Regeln ist die 6 hier. Oh, das macht uns die 1 hier auf diesem Feld zunichte. Die 1 muss also dann hier sein. Und dann kommen diese Zahlen in der Reihenfolge auch hier unten vor. 6 und 1. Damit ist hier keine 6 mehr. Und die 5 ist auf diesen beiden Feldern. Dieses Feld sieht ja das durch diese Klonregel. Aber hier können wir noch nichts weiteres sagen. Hier wird es langsam eng. Die 2 ist nur noch hier und hier. Aber hier unten haben wir noch keine 2. 3 auch nicht. Haben wir noch irgendeine Zahl? Sieht nicht so aus. Vielleicht irgendwas mit 7ern. Ja, man muss immer gleichzeitig oben und unten so ein bisschen gucken. Eins, vier, fünf, sechs. 7, die 1. Ah, okay, die 1. Okay, Blindfisch. Ist ja direkt hier durch Sudoku. Hier, hier, die 1 könnte hier oder hier sein. Oder hier. Und wenn man auf diese beiden Felder guckt, die korrespondierenden Felder schließen, wird die 1 ausgeschlossen. Das heißt, die kann nicht hier sein, die muss direkt hier sein. Und damit können wir sie in diesem Feld auch setzen. Haben wir jetzt die Einsen überall? Ich glaube, unten, oben und unten fehlt es noch. Hier haben wir die auch schon verortet. Das heißt, die müsste hier sein. Und deswegen auch hier sein. Gut, es nimmt so langsam Gestalt an. Ich glaube, jetzt haben wir alle Einsen, alle Vieren und fast alle Sechsen, glaube ich. Die 6 hier nicht, ist hier oder hier. Und hier oben dieses Feld, da wird eine 6 ausgeschlossen. Das heißt, die müsste hier sein. Und jetzt brauchen wir noch eine 6 hier unten irgendwo. Und hier ist die 6 mittlerweile ausgeschlossen. Das heißt, hier ist die 6. Und dann ist hier die 8. Und somit hier oder hier eine 8. Und damit
Hier vielleicht eine 8, das würde aber noch gehen. Ja, und sonst passt das eigentlich noch. Ah, okay, jetzt mittlerweile ist hier die mit der 1 was passiert, und zwar die 5 sieht diese beiden Felder. Die 5 müsste in diesen drei Feldern stehen. Und das heißt, die 5 kann nicht mehr hier stehen. Die ist eigentlich dann hier. Und damit wandert sie in diesem Feld dann da nach oben. Das heißt, die 5 wandert auch irgendwie hier oben, nach oben hin in diese vier Felder, wobei das Feld nicht geht. Diese beiden Felder würden aber, also hier geht noch mehr, aber dann geht es eben so, hier unten. Gut, die 8, die 9 noch. Da haben wir die 9. Ich glaube, wir haben gar keine einzige 9. Gut, die 3 ist auch nicht so arg mächtig hier. Ah, doch, hier, genau, die 3 engt uns das schon ziemlich ein hier. Das heißt, hier unten in den beiden Feldern muss eine 3 vorkommen. Das schließt jetzt die 3 hier oben auch aus. Und hier aus. Das heißt, die 3 muss hier stehen. Und damit steht die 3 hier. Machen wir jetzt hier was, eine 2-Kombination weg? Ich glaube nicht. Dann die 3 können wir aber hier wegmachen. Und damit haben wir hier die 5 nur noch hier. Dann schauen wir mal, was hier noch übrig bleibt. Zum Beispiel die 5 müsste ja auch noch in diesem Feld irgendwo gesetzt werden. Und die beiden Felder sind eigentlich schon ausgeschlossen. Das ist ausgeschlossen. Das ist ausgeschlossen. Und dann müsste die 5 entweder hier oder hier sein. Und das liegt hier beides mal drin. Hier oder hier. Und das können wir leider noch nicht ausschließen. Okay, dann die 7er. Die sind hier. Also hier. Ja, von den Markierungen wird es irgendwann unübersichtlich, glaube ich, hier bei diesem Rätsel. Und wie gesagt, die 8er und die 9er, das wird schwierig. Die 7er sind hier auch nicht so besonders gut. Hier könnte sie noch sein, aber hier haben wir eigentlich fast keine Informationen. Die 3er mittlerweile hier sind hier oder hier. Das heißt hier oder hier. Okay, das nimmt uns das Feld weg und das Feld weg. Und das wurde, glaube ich, schon weggenommen. Hier, dann ist hier keine 3 mehr, hier ist eine 3. Zweien. Ja, ist noch ein bisschen wenig. 3, 4, 5 haben wir oben und aber unten nicht so. 7er haben wir nur hier und hier. Das hilft uns jetzt hier nicht weiter. Oder glaube ich jedenfalls nicht weiter. Die sind ja interessant. Die habe ich unten auch schon eingetragen. Hier sollte die 7 also auch in diesem Kästchen vorkommen. Das heißt, die 7 bleibt dann, wenn sie hier ist und hier ist,
bleibt dann hier in dieser Spalte nur noch an diesen beiden Stellen übrig. Die 8 ist entweder hier oder hier. Diese beiden Felder, die, nee, die haben wir ja schon. Gut, die 8 und die 9, die 3, die 8, hat sich, glaube ich, nichts Neues getan. Ja, schauen wir uns einfach mal hier die Felder an. Das ist jetzt ein bisschen stärker beschränkt. Aber nicht durch die 2 Stärke beschränkt, außer dieses Feld hier. 3, 4 und dann die 5. 6, 7. Nee, eigentlich geht das immer noch relativ gut. Die 2, die ich hier eingetragen habe, die könnte hier oben auch stehen. Fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Also wir müssen jetzt einfach mal in den Feldern suchen, in denen wir haben ja immer ähnliche Zahlen. Das ist hier das Problem. Aber nicht in jedem Feld sind noch schon alle Zahlen. 1, 4, 5, 6, 7. Hier wissen wir nicht mehr. Oh, jetzt bin ich richtig hier. Jetzt bin ich halt richtig eingefahren. Was bleibt denn hier überhaupt übrig? Die 2 zum Beispiel. Dann brauchen wir noch eine 3, die hier nicht sein kann. Hier aber auch schon nicht ist. Die hier ist. Und hier 4, 5, 6, 7 und dann die beiden restlichen, die sind ja fast noch nicht existent. Genau, die 8 ist hier. Oh, die 8, das habe ich übersehen. Wenn die 8 hier steht und hier steht, dann muss sie ja hier direkt stehen. Dann kriegen wir mal eine 8. Das heißt, diese 8, die hier oder hier sein muss, die wird dann hier ausgeschlossen. Ja, manchmal steht man echt auf dem Schlauch. Dann ist die 8 hier und hier. Und damit ist eigentlich dann direkt die 8 hier. Ich habe das Gefühl, man kriegt irgendwo eine neue Information und kann dann fast direkt alle Achten ausfüllen.
Die sind hier. Die 8 muss noch in diesem Feld irgendwo vorkommen. Auch hier wie die 7. Das heißt, wir kriegen hier ein 7-8-Paar. Damit muss die 5 hier sein. Und dann muss auch hier 7-8-Paar vorkommen. Und damit bleibt hier nur noch eine Zahl übrig, nämlich die 9. Die wir ja noch gar nicht haben. Und hier dann auch folglich die 2. Und dann ist hier eine 2. Und hier eine 9. Genau, können wir bei den Achtern noch weitermachen. Genau, die 8, die sollte ja auch, die kann ja nicht hier vorkommen, weil sie hier geblockt ist. Und hier wird sie direkt durch die 8 geblockt, die ist dann hier. Und damit löst es uns dieses 7-8-Paar aus. Was auch unten im Klon genau gleich vorkommt. Und die 5 haben wir auch schon. Damit sollte sich einiges vereinfachen. Wir hatten vorher, glaube ich, hier ein Fünferpaar drin. Genau, die 5 müsste hier noch vorkommen. Und die 2 kann hier nicht vorkommen, muss hier vorkommen. Und dann fehlt hier auch nur noch eine Zahl. Das müsste dann auch die 9 sein. So haben wir dem schon Rechnung getragen. Hier ist die 9 nicht mehr. Dann ist die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 7 fehlt noch. Die ist dann auf diesem Feld. 1, 2 und 3, glaube ich. Wird, glaube ich, noch nicht gelöst. Aber hier bleibt auch nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Und zwar, wenn die 7 noch in diesem Feld vorkommen muss, muss sie hier vorkommen. Und damit ist sie dann automatisch auch hier zu finden. Dann hätten wir doch noch eine 8 hier gehabt. Die muss dann an der Stelle stehen. Das ist dann 5 oder 6, 7, 8, 9. Dann hier somit auch 5 und 9. Weil dann bleibt hier auch noch eine Zahl übrig. Die 2. Und damit sollte die 2, weil sie hier und hier geblockt ist, dann hier stehen. Und dann hätten wir hier nur noch 2 verbleibende Zahlen. Auch ebenfalls die 9. Genau, und die 7. 7 ist hier, 9 ist hier. Und damit sollte das Paar auch aufgelöst sein. 9 und 5. 9 und 5. Wir nähern uns, alle Klone gelöst zu haben. Genau, hier bleibt nur ein Feld übrig. Sollte die 2 sein. Dann ist hier eine 2. Und dann sind diese beiden Felder die 3 und die 9, glaube ich. Wobei die 9 hier oben gelöst ist. Hier ist die 3, hier ist die 9. Und damit sind alle Klone gelöst. So, das war bis jetzt echt ein spaßiges Rätsel, wobei ich in der Mitte eigentlich ziemlich gehangen bin. Der Rest sollte sich relativ easy ausfüllen lassen. Zum Beispiel, dass hier noch eine 2 ist. Und dann bleibt, glaube ich, noch eine 3. Die 6 müssen wir hier noch verteilen. Das sollte jetzt auch möglich sein. Dann
Hier noch eine 3, die ist hier. 4 und eine 5 noch. Gut, und dann hätten wir das Rätsel gelöst. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit diesen Klonen. Wobei, ja, genau, wie gesagt, in der Mitte ein bisschen gehangen bin, dann kurz vor Ende. Und dann ging eigentlich alles ratzfatz, als ich diese 9 hier oben gefunden habe, glaube ich. Das war eigentlich so der Schlüssel. Oder als ich mir diese Welt nochmal ein bisschen genauer angeguckt habe. Ich hoffe, euch ist besser gegangen. Ihr habt es schneller lösen können. Ist auch immer vor der Kamera ein bisschen langwierig, weil man hier gefühlt, wenn man sich selber filmt, weniger sieht wie normalerweise auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wir sehen uns in einem nächsten Rätsel vielleicht wieder. Und dann bin ich für heute mal raus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst noch ein Like da, einen Kommentar zu einem Rätsel, was ich vielleicht mal machen könnte. Und auf jeden Fall ein Abo, wenn ihr gerne wieder schöne Rätsel seht. Macht es mal gut. Ich bin raus für heute. Ciao, ciao.